Tag 3 der Stadtmeisterschaften in Münster. 1850 Besucher strömten am Freitag in die Halle Bergfidel zu den Spielen der Zwischenrunde in den Gruppen 1 und 2. Alle Topfavoriten auf den Titel griffen ins Geschehen ein. In Gruppe 1 machten Preußen Münsters U23 und Veranstalter 1. FC Gievenbeck die Plätze 1 und 2 im letzten Spiel des Tages unter sich aus. Jan Kniesel mit dem insgesamt 200. Turniertor erzielte kurz vor dem Ende das 3:3 für Gievenbeck. Doch Preußen konnte in der letzten Minute noch zurückschlagen. Pascal Koopmann mit dem 4:3. Der Gruppensieg für die Adlerträger, die damit am Sonntag Hiltrup erstmal aus dem Weg gehen. Der TuS in gewohntem Weiß-Blau kam in Gruppe 2 völlig ohne Probleme zum Gruppensieg. 3 Spiele, 3 Siege, 12:1 Tore. Hiltrup dominierte auch an Tag 3 in allen Kategorien. Marvin Deckert wurde zum Spieler des Tages gekürt. Aktuell Führender in der Torjägerliste Tim Boten hier mit seinem 6. Turniertreffer zum 5:0 gegen Schwarz-Weiß Münster. Die größte Spannung gab es in der Partie zwischen Geheimtipp Handorf im Blau und Wacker Mecklenbeck. Hier ging es um den 2. Platz hinter Hiltrup. Handorf reichte ein Remis, Wacker brauchte einen Sieg. Großes Zittern, denn beide Teams trafen das Tor nicht. Bis 24 Sekunden vor dem Ende Wilpsbäumer für Wacker einschoss. Zur Freude der Fans aus Mecklenbeck, Wacker, das 4. Team, das für die Endrunde am Sonntag qualifiziert ist.